Der wird schon keinen Bock mehr. Tschüss, geh. Es hat schon keinen Bock mehr. Er hat schon keinen Bock mehr, über dieses Thema zu reden. Dieses besondere Thema beschäftigt uns schon seit. Falsche Richtung. Beschäftigt uns schon seit. Ja, dieses Thema beschäftigt uns schon gefühlt, ne? Eine Woche gefühlt? Darf ich rein? Fahr einfach durch. Fahr einfach durch, keine Rücksicht auf Verluste. Boah, zieht er rein. Zieht er auch noch wieder rein hier. Ja, das Thema beschäftigt uns schon seit einer Woche und das geht uns halt einfach auf die Nerven. Und zwar nicht ein bisschen oder so, sondern halt knallhart. Oder was meinst du dazu? Wie sehr regt dich denn? Wie sehr regt dich das auf? Leute, ohne Scheiß, es regt uns so auf, dass wir nicht mal mehr Nerven mehr dafür haben. Nee. Wir haben dafür keine Worte mehr. So, wenn wir das sehen, sitzen wir da und. Upsala. Denken einfach, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir verpasst? Leben wir im falschen Zeitalter oder ist YouTube Deutschland aber mittlerweile für'n Arsch? Mir ist rot. Das hat das. Dieser Sound war einfach gerade so, als wäre das dein Audi gewesen, Alter. Ich dachte so, Bruder, was geht jetzt mit dem Audi-Sound ab, Mann? Danke, Nachbar, dass du mal kurz mit dem Motorrad um auf Waldware bist. Ach so, ein Motorrad. Na klar. Wir sprechen mal den Namen an. Oder vielleicht seht ihr es schon im Titel. Es geht um Little Pimmel. Ja, es geht um Lil Phil. Wer ihn nicht kennt, habt gut ihr so. Gut gemacht. Guckt ihn euch nicht an. Schon landet ihr Krankenhaus, Ohrenkrebs und so. Und ihr werdet einfach. Ihr, bei euch, dann kapitulieren bei euch einfach 3 eure Gehirnzellen. Die denken sich aber so: Bruder muss los. Kein Bock mehr. Geht's nach Hause. Weil der Typ ist einfach die. Ist einfach der Inbegriff von Angela Merkel. Der Typ labert so einen Bullshit. Junge. Warte, da kommt, glaube ich, der Nachbar wieder. Nee, doch nicht. Guckt ihn euch nicht an. Ja. Nein, tut es nicht. Tut es einfach nicht. Tut mir einen Gefallen, schaut ihn euch bitte nicht an, wenn ihr euer Leben schützen wollt. Und wenn ihr euren IQ behalten wollt. Ich glaube, ich habe meinen Memo schon verloren. Ihr wollt nicht wissen, was der für einen Bullshit labert. Er meinte immer, er sagt in jedem Video, so gut wie in jedem Video, ja, er ist, was sagt er immer? Er ist ein sehr schlauer Mensch mit IQ, was auch immer. IQ Banane. Finden wir. Er sagt immer, er hat den größten IQ, sagt dann aber, die Erde sei eine Scheibe. Beziehungsweise die Erde sei flach. Jeder Mensch weiß, ist rund oder oval. Ja. Im Internet steht oval, manche sagen rund. Man weiß es nicht, aber sie ist auf gar keinen Fall flach. Als einzige, was hier flach ist, ist sein Gehirn. Der hat mal in einem Video gesagt, wie er sein Opa gerettet hat. Sein Opa ist anscheinend am Ende der Welt einfach runtergefallen ins Universum und hat ihn einfach gerettet. Ja. Weil ihn ein Schwarzer gerammt hat. Ach, jetzt geht's auch schon so weit. Das Video habe ich Gott sei Dank nicht gesehen, aber ich habe hier meinen Reporter mit dabei. Oder auch zum Beispiel, er ist kein AfD-Wähler mehr, weil sein Hund schwarzes Fell hat und aus einer ausländischen Familie kommt. Seit wann kümmert sich die AfD um Hunde mit schwarzem Fell? Hä? Nur weil der Hund keinen Pass hat, das juckt doch die nicht. Wird jetzt auch meine graue Katze abgeschoben oder wie wird das, oder schwarz? Wird alles, was schwarzes Fell besitzt, abgeschoben?
Oder wie muss ich das Mensch, ich verstehen? bin dabei. Ich habe nicht auch schwarze Haare gehabt. Ich hab braun-schwarze Haare. Werde ich jetzt auch abgeschoben? Ich habe ein schwarzes Auto, wurde das jetzt abgeschoben? Ja. Ich laufe nur schwarz rum. Werde ich jetzt abgeschoben? Nee. Boah. Ich laufe immer schwarz rum. Trage auch immer schwarz. Schwarz, beste Farbe, Mann. Bester Kontrast. Dieser. Oder auch mit seinen Aussprachen, mit zum Beispiel mit unserem bekannten Lieblingsbuch, was uns allen immer weiterhilft, das Duden. Ja, er schreibt das Duden, das D am Anfang sagt einfach Tuden. 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 Junge, man schreibt das mit D, nicht mit T. In welcher Welt lebst Leute, du eigentlich? geht mal auf Google und tippt mal Tuden an mit D. Da kommt aber gar nichts. Dann gibt dir Da kommt Google einfach an, nur die meinst du Übersetzung, meinten Duden? Sie Tuden. Gib mal. Ich habe vorher versucht, einen Tuden zu kaufen. Gibt's nicht. Es gibt einen Typ, der heißt Arthur Tuden, aber das ist, hat nichts damit zu tun. Keine Ahnung, wer der Typ ist. Weiß ich nicht. Dann schaut das mit D, Junge. D. Nix T. D. Wie dummes Stück Scheiße. Meine Fresse. Ich darf nach vorne schauen gehen. Ja, darfst du. Gott. Ja, bis ich gerade noch so. Darf ich lieber fahren? Ach ja, ist grün. Und auch mit seinen Ansagen mit Jo, ich bin der Rap-Oberhaupt, wer rappen will, muss sich Oberhäuptling. Oberhäuptling, Ober. Sch Nein. Jeder, der in die Rap-Szene einsteigen will, muss mich fragen. Ja, wenn der Rap-Oberhäuptling ist, bin ich YouTube Deutschland. Wer ein Video hochladen will, muss erst mich fragen. So. So ein. Oder auch wie er auf seinem Instagram-Profil angibt, er sei 16. Leute, der ist nicht 16. Er ist nicht. Nicht ums Verrecken ist der 16. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass er nicht 16 ist. Der Typ ist 12. Was macht er da? Abkacken. Nicht Auto fahren können, Mann. Das sieht so aus. Oder auch mit den ganzen Videos immer so, dass seine Mutter ihm kein Geld gibt für Musikvideos oder für irgendwelche Marken, so 30.000 Euro oder so, ja, klar. Der Typ denkt auch, seine Mutter hätte im Lotto gewonnen. Denkt auch, die Meine Welt sei Mutter ein kauft mir keine Ponyhof. 30k Rolex. Ja. Da kaufe ich mir eine Fake Rolex für 150 Euro statt Super. Kauf ich mir gar keine Rolex. Kauf ich mir gar keine Uhr, Mann. Ich hab ein Handy. Was will ich mit der Rolex-Uhr, Mann? Das ist nicht mal digital. Was für Menschen, die gar keine Uhr lesen können? Ja, Pech. Der Diese digitale Uhr geht ja noch. Ja, digital Ups. Beste. Oder auch. Was war da vorher noch mit Fangirls? Rennen ihm hinterher auf seinem alten Kanal oder wo auch immer. Bruder. Nein. Nein. Erstens, man hat diese Video keine Mädchen gehört. Man hat niemanden gehört, der einen Namen geschrien hat. Geil. Ein Licht weniger. Was will der jetzt? Achtung, alle Hat geregelt. gleich rasten alle aus. Oder wo waren wir? Wir waren das bei zweitens, ne? Ja. Geht ja noch. Jetzt kommt der dritte Punkt. Glaub mir, ich. Nein, ich kenne nicht einen YouTuber, der vor Fangirls wegrennt. Der Typ, die sind keine Prominenten, die wegrennen will, sein Stein. Glaub mir, ich. Nein. Einfach nein. Ich kenne keinen YouTuber, der vor irgendwelchen Fans oder Fangirls wegrennt. Wenn du mir einen nennen kannst, dann.
kriegst du für mir trotzdem nichts. Sorry, ich habe gerade auf mein Fenster konzentriert. Und das geht eigentlich, aus seinem Knall geht das einfach 24-7 so weiter, jeden Tag. Ein Video, 50 Videos. Jede Stunde, jede zwei Stunden ein Video, das... Oh. 120er Ruhepuls, siehst da. Und manchmal frage ich mich eigentlich wirklich, ob der eigentlich irgendwie zur Schule geht oder ob die Schule einfach gesagt hat, nee, wir nehmen keine Leute, die sich mal Duden aussprechen können. D-U-D-E-N. D, nicht T. Sprech's nochmal für dich an, falls du das hier sehen solltest. Hoffe ich. Ja, ist klar. Zack. Oder auch. Wenn du wohl eine Ausfahrt ist, mal kurz runterfahren, kurz Fahrzeug wechseln. Okay. Oder auch mit den ganzen Dingern so. Diese Ansagen an irgendwelche YouTuber, wo ich mir... Tyler Black hat meine Musik in seinem Lamborghini. Oder auch, wo er geschrieben hat, PewDiePie, schaut mein letztes Video. Erstens, das war nicht PewDiePie, zweitens, das war sein Freund. Und, ja, das bekommt jeder blinder begrüßt. Und das erste, der erste Punkt war, PewDiePie hat anscheinend, kann Deutsch schreiben. Er kann Deutsch, das weiß ich. Nicht so gut ist, aber er kann es. Aber nein. Nein. Einfach nein. Und da und auch die Aussage von ihm, dass PewDiePie Engländer ist. Okay, das ist mir nur, dass PewDiePie Engländer ist. Mein Leben war eine Lüge. Ich dachte, PewDiePie ist Schwede, aber laut unserem laut YouTube Deutschlands Rettung, Lil Phyllis ist PewDiePie anscheinend Engländer. Okay, alles klar. Alles klar. Ich wusste nicht, dass Jeff Lacan ein englischer Ausdruck ist, also okay, wusste ich nicht, ist mir neu. Dachte mal, sein schwedischer Ausdruck, aber oder Lila Fita ist auch englisch oder so. Aber ist er anscheinend englisch? Da ist ein schwedischer Ausdruck, aber anscheinend doch nicht, weil YouTube Deutschlands Rettung Lil Phyllis gesagt hat und was er sagt, stimmt ja auch. Wenn er sagt, die AfD schiebt Hunde mit schwarzem Fell ab, dann muss das ja wahr sein. Oder er kann rappen und so, muss ja auch stimmen. Mhm. Sagt stimmt. Jetzt, ich kann Jaguar mehr. Und, ja, es geht 24/7 auf seinem Kanal so weiter mit diesen, mit solchen Videos. Und auch diese Aussage von... Wie war die Aussage nochmal? Dass man sieht, wie viel. Keine Ahnung. Ich kann das nicht in Worte fassen, weil das einfach behindert ist. Man sieht, wie viel Fame einer hat an den Instagram-Follower-Zahlen. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Gut, dann wäre ja hier. Keine Ahnung, Mann. Dann wärst du auf jeden Fall mal ganz unten. Ich kenne Leute, die haben mehr wie du. Und ich rede ganz speziell, von den YouTubern, die gegen die du Ansagen gemacht hast. Er, sie, es. Genau, dann, warum Ansagen an die macht. Damit er nur Klicks bekommt. Klicks. Klicks auf seinen Nacken, Junge. Ich geb dich mal Klicks auf seinen Nacken. Du brauchst YouTube, nur YouTube braucht nicht dich. Alles klar. Scheiße, ernst? Ja. Sorry, ich bin so aggro. Ich muss einfach ausrasten.
Alles klar. Ich dachte gerade, die Ampel sei grün, weil der Assi losgefahren ist. Nach Hause fahren jetzt. Das. Nein. Und er macht nur die Ansagen. Erstens wegen den Klicks. Und weil diese YouTuber seine Videos ja eh nicht sehen, deswegen kann er sie machen. Weil er sich ja nicht traut, an sich irgendwelche Ansagen zu machen, die seine Videos schauen. Beziehungsweise außer diesen anderen YouTuber, der mal auf seinem Kanal vorbeigekommen ist. Und hat da gegen ihn was gesagt und er meinte wieder, ja, er müsste wieder ein Video, eine Ansage gegen diesen YouTuber machen. Und ja, weil er ein Video gegen ihn gemacht hat, obwohl er im Voraus gesagt hat, Junge, nimm das mit Humor, aber man kennt ja die kleinen Kiddies, die können, die verstehen, die wissen nicht, was Humor bedeutet. Das ist, keine Ahnung, das könnte fast eine Person sein, die ich kenne, aber ich, Gott sei Dank kenne ich diese Person nicht. Wenn ich die kennen würde, ich würde sie schlagen. Eiskalt. Ins Gesicht! Mit einem Baseballschläger. Ja, das ist Berliner Stadtverkehr. Ach, danke! Hey. Ja. Wie können Sie dem Typen einfach... Ey, du Hund mit deinem Jaguar, Mann. Ich will ja einfach hier einlenken. Man kann zu diesem Typen nichts mehr sagen. Ich würde jetzt sagen, man kann zu diesem YouTuber nichts mehr sagen, aber der ist kein YouTuber. Der Typ ist einfach YouTube Deutschlands Zerstörung, nicht Rettung, Zerstörung. Also, das ist ja... Keine Ahnung, das ist die größte Beleidigung für YouTube. Keine Ahnung, du brauchst gar nicht einstellen, ich hab nichts markiert. Ich fahre über die Straße, Verkehr entlang. Und, Junge, da scheiße sogar auf die ganzen YouTuber wie... Keine Ahnung. Wie ApoRed, Standardskill und so weiter. Da ziehe ich mir lieber die rein, statt den Typen. Und schaut euch wirklich lieber die an. Oder auch dieses Video gegen Standardskill mit seiner Rise of... Wie hieß die Werbung? Rise of Kingdom. Genau, Rise of Kingdom Werbung, wo er gesagt hat, Junge, was willst du eigentlich mit deiner Werbung? Junge, er hat es wenigstens zu irgendwas gebracht. Er sponsert wenigstens... Kommen wir mal auf den vierten Punkt. Ja, klar, was war vorzeitig? Ja, er sponsert wenigstens eine Werbung oder macht Produktplatzierung dafür. Und was machst du? Nichts. Werbung für deine Scheißmusik. Und die ganze Zeit Werbung für den Instagram-Account. Junge, noch mehr Werbung kann man noch nicht reinballern, oder? Wenn der Typ, okay. Wenn du mal monetarisieren darfst, oder eher, Junge. 80 mal Video und einen 2-Sekunden-Clip. Ein 2-Minuten-Clip. Also, nee, glaub mir. Das geht mir auf den Sack. Und was solltest du noch sagen? Der immer mit seinem Tourette. Der macht sich über Leute damit lustig. Er tut immer so, als hätte er irgendwelche Anfälle. Und das ist nicht witzig. Also wir nehmen es ja auch, wir nehmen auch viel mit Humor. Aber nee. Das kann man nicht mit Humor nehmen, weil das ist einfach Beleidigung. Das ist einfach eine Beleidigung gegen Menschen mit einer Krankheit. Das macht man nicht. Susi, zuvor waren wir auch ein bisschen so gegen Miguel Pablo wegen diesem, wegen des, was er immer macht, aber. Ja, mit seinem,
Aber mittlerweile haben wir verstanden, warum er das macht. Und machen wir uns darüber nur lustig. Nein! Wir wissen, warum er das macht. Man sollte sich darüber auch nicht lustig machen, aber er macht sich halt knallhart darüber lustig. Dann kommt immer dieses, ja Leute, checkt meinen letzten Song ab. Der, ihr wisst ja, meine Beats ballern. Ja, die Ja. ballern ins Krankenhaus wegen Ohrenkrebs. Und Autotune ist auch da. Von mir sei, er hat auch in dem Video gesagt, wichtigste ist beim Rap kein Autotune, ja. Seine also Videos sind voller Autotune. Komplett. Da ist Capital Bra Scheiß dagegen. Bei denen geht es ja noch, aber bei denen ist ja komplett voll und das auch noch übersteuert. Übersteuert. Oder auch die Meinung von ihm, dass Kurderstreik und GTA 5 Schuld an Amokläufen und Terrorismus sind. Ja, okay, alles klar. Leute, ihr müsst mich einsperren. Ich spiel GTA, okay? Sperr mich ein. Ich stampfe gleich ein Auto und töte Menschen. Ja, ist klar, Junge. So eine Aussage an Bullshit habe ich ja nie in meinem Leben gehört. Kurderstreik. Was zum Fick ist Kurderstreik? Und das heißt Counter-Strike, nicht Kurderstreik. Hat nichts mit Kurden zu tun. Oh, scheiße. Ich glaube, ich weiß auch, was er hinaus wollte. Das Ausland einmal diesen Krieg anzetteln. Genau. Also jetzt der Typ ist auch noch Rassist. Jetzt habe ich es verstanden. Aua, töte mich halt. Guck, er ist ein Amokläufer, hat mich getötet. Also denkt dran, ne? GTA 5 macht Menschen zu Mördern und Amokläufen. So ein Bullshit. Dann macht jedes Spiel eine zu einem bösen Menschen. The Crew. Was zeigt es einem? Man soll asozial durch die Straßen fahren und irgendwo und alles für die Follower machen, ja. Gut, dann werde ich jetzt mal zum radikalen Fahrer. Also ich weiß nicht, wo du warst, wo Gott die Gehirne verteilt hat. Ach so, ne, bestimmt. Warum labe ich irgendwas um Gott? Für mich gibt's Gott ja nicht. Sein Hirn liegt im Magen. Scheißegal, sagen wir aber trotzdem mal, wo warst du, wo der angebliche Gott die Gehirne verteilt hat, Junge? Warst du sogar beim Scheißen oder hast du gerade dein Gehirn ausgeschissen? Weiß nicht, keine Ahnung. Ich komm nicht drauf. Irgendwie ist da so eine Lücke in deinem Kopf, die nicht gefüllt wird. Oder fehlt ein bisschen Schulbildung, ich weiß nicht, oder Erziehung oder irgendwas fehlt da. Ich weiß noch nicht, was da fehlt. Nee, ich komm nicht drauf. Irgendwas fehlt da. Also, und ich weiß ja nicht, welche YouTuber er geschaut hat. Also, Ja, wie auch normalerweise. nicht jetzt sonst. Ja. Stimmt. Auch zum Thema Jolli sei kein Pädophile. Also, er ist jetzt auch noch eine Sie. Joline. Die kennen wir alle. Er ist keine Pädophile, ist klar. Junge. Bist du eigentlich komplett behindert? Seit wann ist bitte ab 16 nicht mehr pädophil? Ja, das sag's mal der Polizei, Alter. Sagst du, ja, sie ist ja 16, ich bin zwar 22, aber sie sind nicht pädophil. Pff, kannst da gleich mitfahren, Junge. Tch, so eine dreckige Aussage habe ich noch nie gehört, Junge. Wie kommst du auf diese Idee zu sagen, ja, ab 16 ist nicht mehr pädophil. So 14, da ist doch pädophil, aber 16, nee, nee. Alles unter 18 ist pädophil. Ab 17 ist grenzwertig, aber drunter, nee. Und die meisten Girls in seinen Videos sind nicht 17. Die sind alle 14, 13 bis maximal 16. Warte mal kurz. Wenn ich jetzt mein Outfit ändere, kann ich mich dann anzeigen wegen Nacktheit. Ja. Na scheiße, dann muss ich auf Jason machen. Also, ich weiß ja nicht, also. Ich weiß ja nicht, was hier Olli dir da für einen Zettel dazugelegt hat, wenn du die ganze Zeit in deinem Video nach unten guckst. Auf dem Boden, weil da wahrscheinlich der scheiß Zettel liegt, den er geschrieben hat, wenn du sonst nicht weißt, was du sagen sollst. Weil Olli ja sonst keine Freunde hat, nur dich. Und ich blick bei deinem Gehirn nicht durch. Also halt, nicht so ein kleines bisschen blick ich nicht durch, ich blick halt komplett nicht durch. Nicht nur ich, sondern halt auch deine ganzen 90% deiner 1000
was auch immer Abonnenten, blicken bei deinem Gehirn nicht durch. Und diese Leute, die ganze deine, denen du die ganze Zeit Herzen gibst, Junge, hör auf deinen eigenen Kommentaren oder so Herzen zu geben, Junge. Das ist Bullshit. Und wenn es nicht dein eigener Account sind, dann musst du wirklich deinen Freunden viel Kokain verabreicht haben, dass sie dir so einen Scheiß glauben. Also mal ganz ehrlich, welcher Idiot glaubt dir? Da ist ja... Da sind ja die Prankbots ein Scheiß dagegen. Ich hab grad zum Thema Prankbots, auch das mit denen, die Prankbots machen echte Videos, die verstecken ihre Kamera richtig gut. Ja, wow, das ist kein Grund. Die Prankbots faken ihre Videos, das sieht man knallhart, das sieht man einfach. Aber... keine Ahnung, du hörst von irgendwoher, die faken ihre Videos nicht. Oder du siehst das Video und guckst nicht mal genau hin, ob du irgendwas siehst. Oder analysierst, du siehst einfach, Video, Prank Bros, muss real sein. Ja, ist klar. Ist normal. Also, Junge. Deinstallier dich einfach. Bruder, nicht. Bruder. Weißt du, wo er bei mir den Vogel abgeschossen hat? Bei der Anzeige gegen Gronkh, dass ihn niemand kennt und er durch seine Aufmerksamkeit ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Junge, ich geb dem gleich, Mann. Aha. 4,8 Millionen Abonnenten. Ja. Ihn kennt natürlich niemand. Ja, ist klar. Wer ist das? Wer Gronkh? Wer kenne ich doch nicht alle? Wer ist das? Kenne ich nicht. Also. Kenn ich nicht, will ich nicht kennen. Tschüss. Kenn ich nicht, will ich nicht, sehe ich nicht. Junge, du bist so dumm wie drei Reihen Feldsalat, Junge. Und das war noch nett formuliert. Ja, ihr wisst ja, wir sind hauptsächlich Gaming-Kanal. Ja, normalerweise machen wir solche Videos. Machen wir solche Videos nicht, aber bei sowas, da platzt uns einfach der Kragen. Wir müssen mal auf sein Video so rangehen, in die Beschreibung steht immer, das ist ein Kunstprojekt. Junge. Das ist Kategorie Musik. Junge. Erstens keine Musik, außer sein schlechter Sommerhit, aber das ist keine Musik, das ist Krebs. Und Naturprojekt, Junge, ich hoffe, du weißt schon, was ein Natur- oder ein Kunstprojekt ist. Also, würdest du das nicht ernst meinen, bei diesen Videos handelt es sich um Satire und nicht um ein Kunstprojekt. Junge, Kunstprojekt ist was ganz anderes wie Satire. Aber egal. Ich weiß nicht, wo du irgendwas aus der Natur, irgendwas Künstliches herbeizauberst, aber okay, du bemalst keine Wände, du baust keine Dinge irgendwie schön hin oder keine Ahnung, du machst nichts für die Natur. Wisst ihr, was mir leid tut? Dieser verschwendete Platz eines anderen Menschen, den er geklaut hat, das verstehe ich nicht. Guck, da. GTA macht Menschen zu Mördern. Klar. Ist normal. Meine Sorge, der Motor wird's gut. Ja, mein Wagen ist ein Panzer, Mann. Ist ein Panzer. Was? Ich hab gehört, dein Wagen ist ein Panzer. Nein, der ist ein Panzer, aber nicht. Also, mein Auto hat wegen dir einen Passanten getötet. Guck, ich bin Mörder, ich habe jemanden getötet. Ich fahr gleich Amok. Ich hab schon zu viel gesagt. Willst du noch irgendwas sagen? Bevor mir hier die Schläfe platzt. Wenn man keinem anderen Video so viel durchgehend redet wie in diesem Video, wegen dieser einen Person, die mir uns richtig auf den Sack geht. Aber doch, eins gibt's da noch. Eins. Seinen Videos zu sagen, geh ich mal auf diesen Kanal und lass nur ein Dislike da. Macht sich gerade eine eigene Kanalsperre. Ja, das macht man nicht. Wir sagen ja auch nicht, ja, geht mal auf seinen Kanal und dislike den. Nein, tut's nicht. Wir sind nicht hier da, um Leute anzuzetteln. Das macht man einfach nicht.
Ich habe das noch nicht von einem einzigen YouTuber gesehen. Doch, ich glaube, noch einen anderen gab es da, aber. Alles klar. Wenn überhaupt. Junge, du machst dich damit. Machst damit einfach nur der Kanal zum Bann-Dingsbums bereit, Mann. Schau mal, ob jemand meldet deinen Kanal wegen Anhetzungen gegen einen anderen Kanal, Junge. Du bist einfach. Gefickt. Du bist einfach gebumst, Junge. Also, ich weiß ja nicht, ob du sowas willst. Und das mit dieser Upload, das mit dieser Upload-Sperre von YouTube finde ich saugut. Das soll der bitte auf allen seinen Kanälen machen, bitte. YouTube, bitte, wenn du sowas macht, dann. Keine Ahnung. Schenke ich euch einen Oscar oder so. Dann gebe ich euch einen Kasten Bier aus. So, mit Accountsperre oder so, der Kanal löschen. Dann würdet ihr YouTube Deutschland einfach einen großen Gefallen tun. Einen riesengroßen Gefallen. Ihr könnt von mir aus die anderen YouTuber, die auch nicht so einen geilen Ruf haben, gerne drauflassen. Die nerven mich nicht. Aber den bitte weg. Tschüss. Tschüss, bitte, mach den weg. Wir reden hier schon 32 Minuten über den Mann, alter Schwede. Hilfe. Mir fällt nichts mehr darüber ein, was ich noch über diesen Typ sagen kann. Da kann man nichts mehr zu sagen. Man will, man kann und will nichts dazu sagen. Das geht einfach nicht. Das Funst nicht muss verrecken. Meine kleine Frage. Bleib mal stehen. Wie gefällt dir mein geiler Roller? Bisschen viele Spiegel. Sieht ein bisschen aus wie Edgar. Nee, ich brauche viele Spiegel für die Sicherheit. Zur Sicherheit. 50.000 Richter, damit ich gut wie eine Polizeirolle bekomme. Haben wir schon angesprochen mit diesem Körperandeutung auf andere YouTuber? Ich glaube nicht, oder? Nee. Gegen wen war das mal? Gegen Herrn Newstime war da irgendwas dabei und gegen. Ja. Gegen noch irgendwas Drachenlord oder wer war das? Keine Ahnung. Ah ja, da gab's ja noch was. Ja. Wo er gesagt hat, wieso ist AfD-Wähler, weil die AfD blau ist. What the fuck? Schmiegt. Oder auch zum Beispiel diese Aussagen wie. Er hat mal ein Ansagevideo gegen Herrn Newstime gemacht, wo er oberkörperfrei im Bett lag und hat gesagt, nein, Herr Newstime, ich werde die Kamera jetzt nicht nach unten schwenken, weil ich weiß, dass das gefällt. Junge, bist du eigentlich behindert? Der heißt Herr Newstime. Der heißt Herr Newstime und nicht die Olli. Also, das möchte ich doch mal klarstellen hier, ne? Oh, da hat er, glaube ich, den Gurkensohn hat er doch gesagt. Junge. Das Gurkensohn, glaube ich, oben ohne viel besser aussieht. Junge, bist du Jolli oder? Du weißt schon, dass der Typ ein. Zu alt ist und der Typ ist ein Mann und keine Frau, okay? Ich hoffe, du erkennst doch den Unterschied dabei, oder? Oder sieht für dich alles fickbar aus? Oder auch diese Andeutung mit, er sei so durchtrainiert, ja, ist klar. Durchtrainiert, dass ich nicht lache, dass ein Stein durchtrainierter Mann. Steine wegen. Kann ich gleich zu Kevin Bolter rübergehen, weil der ist ja richtig gut durchtrainiert. Oh ja. John Cena, Mann. Der legt dich flach. Mit nur einem Finger, Junge. Chuck Norris, der guckt dich an, du bist flach gelegt, Junge. Will ich mal sehen, Alter, wie du. Nee, eigentlich will ich gar nicht. Will ich gar nichts mehr von dir sehen. Nee, der hat schon fast seit 9 Stunden nichts hochgeladen und lädt einem Tag 50.000. Ja, der hat ja eine Upload-Sperre, so wie er es ja gesagt hat. Oder nee, das war vor einer Woche. Ach, vor einer Woche? Ach, scheiße, YouTube, was habt ihr gemacht? Macht das doch mal mehr.
Gibt dem einfach eine Absperre für immer. Geht der YouTube Deutschland nicht mehr aus dem Sack. Ja, just Gangangriff, Alter, ja. Ja, you killed me, da geht er weg, das Gangangriff. Wollte ich nicht mit dem Motorrad da hinfahren, das merkt wer da Leute, würde ich nicht hingehen. Ah, Gott, jetzt wird doch meine Rache geklaut. Auch noch. Das geht einem einfach richtig auf die Nerven. Also tut mir einen Gefallen, geht nicht auf seinen Kanal, generiert bitte keine Klicks auf seinen Nacken. Tu das einfach nicht. Guckt ihn euch nicht an, wenn ihr eure Nerven und so oder euren Puls ruhig halten wollt. Tut es eurem Körper nicht an. Wir haben alle eine Kurve von 100. Wenn ihr den anguckt, habt ihr noch eine Kurve von 1. Jupp. Denn 99% von euren Gehirnzellen sind durchgeplant. Die kapitulieren einfach. Die hissen aber die weiße Fahne und sagen, Bruder, nein. Bruder muss los. Die sagen aber, BML. Bruder muss los, ne? Also, tut aus eurem Körper gut. Hilft auch eurem Immunsystem. Der Typ ist wie ein verschimmelter Apfel. Ja, schlimmer sogar. Also, ne. Ich will nichts mehr dazu sagen. Ich will dazu halt echt nichts mehr sagen. Also ein Bullenwagen, sag er. Willst du noch irgendwas dazu sagen? Nee. Außer dass ich gerne diesen Bullenwagen, den ich geklaut hätte. Weil ich ihn umgehen kann. Kann danach gucken. Ah, Mann. Das geht mir schon wirklich übel auf die Nerven. Ah, Putzheimer ist nicht mehr da. Es gibt schon viele YouTuber, die auch nicht wirklich die hellsten Kerzen auf der Torte sind, aber die sind eigen. Die labern wenigstens kein Bullshit von Erde sei flach. Duden heißt Tuden und was nicht sonst noch alles. Die sind bildungsfähig noch schlau. Hier unten findet ihr den Link in der Beschreibung. Link zu Duden auf Amazon. Werft es euch nicht, wenn ihr wisst, wie man es schreibt. Ja. Und wenn ihr der Meinung seid, der Typ hat recht, dann. Dann kauft euch. Kauft euch Bücher, geht dann mal zur Schule und lernt mal richtig. Und dann lernt man was über die Welt. Und lernt darüber, dass die Welt eine verdammte Kugel ist oder oval. Je nachdem, wie es dran steht. Alle sagen, die Erde ist rund. Wikipedia sagt, die Erde ist oval. Oder so halb oval. Keine Ahnung, ist beides richtig. Und dass die Erde flach ist. Nein, das ist sie Boah, nicht. Guck mal, ich bin Mörder. Ich habe gerade 10 Polizisten getötet. Boah, guckt später mal ein, man ruft mal die Cops. Er wohnt in der Fickt euch Allee Straße. Oh, mein Gott. Ich hoffe, wir müssen nie wieder so ein Video über irgendwelche Leute machen, sonst. Nee. Also, wir wollten wirklich so ein Video nicht machen, aber bei dem müssen wir es einfach tun, weil es einfach schlimm ist. Ja, wir könnten auch Ansagen gegen. Okay, keine Ansagen. Wir könnten zum Beispiel auch über größere YouTuber reden, die uns nicht gefallen, aber das tun wir halt eben nicht, wie wir uns denken. Nein. Richtig daran will die, wenn wir dann irgendwie Stress mit denen bekommen oder so. Tut das generell nicht, aber das Ding ist halt einfach. Uns geht es bei den anderen YouTubern, geht es halt relativ am Arsch, weil wir die labern keine Scheiße.
Ab und zu schon, aber nicht in jedem Video. Oder Typen haben wenigstens irgendwas in ihrem Leben erreicht. Und wenn Leute scheiße labern, nichts in ihrem Leben erreicht haben und Bullshit behaupten. Nee, nee. Da. Einfach nein. Darüber will ich einfach nichts sagen. Oh, da muss man merken, wie lang seine Videos immer sind. Eine Minute, das war's. Und in der Beschreibung steht, diese Videos sind aufwendig. Junge, am Arsch sind deine Videos aufwendig, Mann. Die sind aufwendig. Wenn. Die sind überhaupt nicht aufwendig. Kein Wenn und kein Aber, die sind nicht aufwendig. Die sind aufwendig für deine Zuschauer, sie anzuschauen. Für deine Leute, die dir folgen, damit die sehen können, was für eine Scheiße du produzierst. Das ist aufwendig, die anzuschauen. Das tut mir am meisten weh, auf seine Videos zu klicken. Wo er seine Mutter die Videos gezeigt hat. Ja. Wie er gesagt hat, die Mutter hat gesagt, was produzierst du für eine Scheiße, das musst du sofort runternehmen. Kann ich nachvollziehen. Also Props gehen raus an die Mutter von dem. An die mir bitte einen Oscar. Aber dass er einfach seine Mutter beleidigt, geht überhaupt nicht. Das ist Deutschlands letzte Rettung. Das ist Deutschlands letzte Rettung. Ja. Da soll man überhaupt froh sein, dass er überhaupt eine Mutter hat. Es gibt Menschen, die haben zum Beispiel keine Mutter. Soll man froh sein, dass er überhaupt Eltern besitzt. Wenn ich irgendwie bei anderen Eltern ist oder Kinderheim oder so, also mal bitte. Aber deine Mutter ist jetzt natürlich da, aber warte mal ab, deine Mutter ist später irgendwann nicht mehr für dich da. Was machst du denn? Richtig. Nichts. Also. Bisschen netter sein könnte man schon. Aber ist ja die Jugend von heute. Die Jugend von heute hat halt keine Erziehung mehr. Ist normal. Ist typisch. Ich könnte jetzt hier vielleicht ein paar schuldige YouTuber nennen, mache ich aber nicht, weil ich einfach keinen YouTuber finde, der so schlimm ist wie er. Ich finde keinen. Das sind einfach alle YouTuber ein Witz dagegen. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gesagt. Aber man kann nicht so viel über den sagen. Nee, kann man halt einfach echt nicht. Man kann nicht so viel über den sagen. Warum hat er ja gesagt, cooles Drecken GDA? Kure der Streik. Leute, spielt Black Ops 4 ist ja scheinbar kein Ballerspiel. Aber Kure der Streik und GTA 5, dann bitte zu Massenmördern. Klar. Das sind so andere Gründe, warum das so ist und nicht wegen der Ballerspiele. Gut, bei manchen Menschen sind das schon die Ballerspiele, aber die Typen sind behindert im Kopf. Ganz einfach. So wie er. So wie Doktor. Nee, das ist ja auch ein YouTuber. Scheiße. So wie Dr. YouTube Deutschlands Rettung es sagt. Ist bei allen Menschen der Grund. Wir werden in 10 Jahren zu ihm kommen und zu ihm sagen, du hattest so recht, warum haben wir nicht auf dich gehört, Junge? Das Einzige, wo ich mich in 10 Jahren sehe, ist auf jeden Fall ganz woanders, aber nicht bei dir. Das Einzige, was du in 10 Jahren von mir sehen wirst, ist, keine Ahnung, eine Scar deiner Schläfe, Junge. Und ich geb dir auch gleich Reportagen, kann nichts. Gibt dir gleich, Junge. Nichts geht über
Es geht über Reportagen, Junge. Hashtag Gemeinde lebt. Beste. Alter, jeder kann mehr wie du. Jeder. Wenn ich dann Steine von deiner Kamera setze, Junge, habe ich mehr Performance. Ups, der aber Sack hat mehr Performance. Alles hat mehr Performance. Aber du bist einfach rein. Nein. Ich möchte es einfach. Ich will es nicht sagen. Ich will und möchte dazu einfach nichts. Nichts mehr sagen. Es geht nicht. Da reden wir einfach 46 Minuten über diesen Menschen, Mann. Das sind 46 Minuten meines Lebens, die ich verschwendet habe. 46. Ah, da kommen 10 Minuten dazu, wie du es aber noch rendern musst. Ja. Leute, hochwertige Videos bei uns, ne? Jupp. Aufwendig sind sie auch, weil. Und wir gehen wenigstens noch. Wir gehen wenigstens noch zur Schule, nicht so wie er. Und mit Schule, YouTube und so weiter ist es ziemlich beschissen. Ich könnte jetzt auch so kurze Videos machen, aber nein. Ich will ja hochwertiges Zeug machen. Und nicht so, ja, ich scheiß euch da ein paar Videos hin und ihr könnt und dann lasst mich immer mal in Ruhe, ne? Ah, hat er wieder Spaß mit seinem Panzer. Guck mal da, er wird zum Mörder und ich werde zum Kamikaze-Piloten. Da, ich bin der Schuldige, warum das World Trade Center so abgebrannt ist. Ich war schuld, ich bin reingeflogen, wisst ihr? Es ist doch immer wieder dasselbe. Guck mal, der Bullet hat gerade gesagt, Motherfucker. Bekommt man noch Beleidigungen gesagt? Eieieiei. Diese Aussagen sind. Da will ich mal gerne wissen, was der eigentlich hauptsächlich jedes Mal spielt. Nichts, der hat ja nichts zum Spielen. Nicht mal Fernseher. Ich will da rein. Doch, er hat vor einer Woche ein Video geladen, wo er mit Sony aber mal ein Mut war. Ich kann nicht rein, ich darf nicht rein. Ja, jetzt. Da, um den noch ein bisschen zu. Ach, der Panzer ist schon halb am Arsch, ja, dankeschön. Um den noch ein bisschen zu provozieren, fahren wir jetzt hier ein bisschen Amok. Mal gucken, ob bald was in der Zeitung steht, dass zwei Leute in einem Panzer, die durch Deutschland gefahren sind und alles abgeknallt haben, weil sie nicht durch den Weg läuft. Also. Ne, schaut immer schön auf die Seite, ob da was drin steht. So ein Dreck. Aber muss ja stimmen. Wenn er das sagt, muss es ja stimmen. Hör doch einfach auf mit YouTube wie die Lobbys. Mach's einfach wie die. Hör einfach auf. Oder die Tilan zum Beispiel. Hör einfach auf mit YouTube. Hör einfach auf. Würdest du YouTube Deutschland einen großen Gefallen tun? Also ich habe ja nichts wirklich gegen so kurze Videos, aber dann laber keine Scheiße. Laber keine Scheiße, mach dich nicht über Leute mit Tourette witzig. Hier. Warum soll der Hundefleisch essen? Mag. Dann heißt es nicht auch dort, dass der Hunde isst. Ich mag auch Katzen. Esse ich jetzt deswegen Katzen? Nein! Und der mag ja auch Hunde, also muss der eigentlich auch Hundefleisch essen. Ja. Da würde ja jeder Mensch würde dann irgendwas essen. Wenn zum Beispiel. Nee, das ist eigentlich normal. Aber wenn einer zum Beispiel sagt, ja, ich mag das Mädchen ganz besonders gerne, isst er die dann auch, oder
wie muss ich mir das jetzt vorstellen mit diesem, er mag Hunde? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, ich weiß ja nicht, wie du das vorstellst, aber... Ach ja, ohne Girlfriend geht das ja nicht, ne? Oder dieser erfundene Namen von irgendwelchen Mädchen, dass er mit ihr gepimpert hat. Ja, ist klar. Da findet ihr halt irgendwelche Namen von irgendwelchen Girls, die nicht existieren, Junge. Lieb halt mit einer Fake-Freundin, Junge. Wenn du dich damit glücklich schätzen kannst, dann sollst du dich glücklich machen. Guck mal, der darf Sprit sparen. Ja. Und der schläft sich, und der kann auch währenddessen schlafen. Ich glaube, ich gebe unser Panzer, sagt Ballerwee. Also man kann da halt echt nichts zu sagen. Bin ich mal gespannt, wer die nächsten YouTuber sind, gegen die da irgendwelche Ansagen macht. Hey, Grant, it's Michael here. Mal gucken, wie lange wir den Panzer überleben. Bevor wir zu richtigen Amok, bevor wir zu Amokläufern werden, weißt du. Ich glaube, so lange halten wir uns auch nicht mehr aus. Der piept schon wie mein Wecker, Mann. Der piept wie meine Bombe, die gleich explodiert, Mann. Bei Little Phil im Haus. Ich glaube, bei der nächsten Explosion war es mit uns. Oh, die wollen halt in uns reinfahren, um uns zu sprengen. Oder die Cops sind die Amokläufer. Die wollen in uns reinfahren, um uns zu sprengen. Und da sollen wir die Amokläufer sein. Manche Spiele machen aggressiv. Also sie verleugnen nicht dazu, Menschen zu töten. Falls übrigens ein GTA-Spiel übrigens so ein Romeo haben will, gratis statt reinzukaufen, ihr könnt euch ja gerne fragen. Oh Mann. Ich fand 54 Minuten meines Lebens verschwendet. Ich will darüber nicht nochmal irgendwas sagen müssen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ich hoffe, wir haben genug gesagt. Du müsstest nicht nochmal irgendwas dazu sagen. Okay. Ja, wir können jetzt Spaß haben, denn lassen wir in den Panzer versuchen zu überlegen. Wir gönnen euch noch das restliche Spaß mit Panzer Spiel, bis es dann vorbei ist mit unserem Leben. Guck mal, da steht jemand. Hey. Officer down. Sicher sein. Im Normalfall. Ich glaube, wir gehen hier wirklich nicht drauf.
Ja, Wasserfall. Aha, just a prank. Ja, darum müssen wir easy hochkommen. Auto Gehege, Auto Gehege, Auto Gehege. Keine Ahnung. Stab dein Gehege, Junge. Ah, guck mal, wie schön. Passant. Ach ja. Rüber. Will ich jetzt hier nicht echt nicht abstreiten. Nee, das stoppt nicht das Vehikel. Ihr könnt aber euer Vehikel stoppen. Wie sagen Sie doch was, wenn ich das gehen? Stopp der Vehikel, ne? Und so mal kaputt, was so gut, so wie die Profis. Ja, ist halt einfach nicht zu kriegen. Guck mal, der Pulitzer war ein Schießchen. Stop the fucking Gehege. Nee, kann der Panzer auch versuchen zu kiechen. Und fühlst du schon, wie die Kraft des Amokläufers in dich dringt? Nee. Nicht? Ich auch nicht. Dann lass mal kurz GTA, fragen, wie so geht. Ach, scheinbar bin ich manisch, und du? Normal, okay. Na, ich bin schon wieder normal, oder? Doch, ich glaube, ich müsste wirklich normal sein. Also ich bin wieder normal. Rock, mir geht's völlig gesund. Oh, ich glaube, unser Panzer brennt, ne? Ist nur Tuning. Hey, der lebt noch. Das ist nur Tuning. Boom. Hey, 59 Minuten haben wir schon hier. Chillen wir schon. Der Panzer, den habe ich gestern erst bei IKEA gekauft. Bei IKEA, das ist ein schwedischer Panzer, deswegen das Durchhaltevermögen. Da war ein Königsegg-Gera-Motor drin. Ah, deswegen so schnell und deswegen das geile Aussehen. Willst du noch irgendwas sagen? Ja, das ist schnell kaputt, ich war ja wegen IKEA. Auch wenn er recht lange durchgehalten hat. Willst du noch irgendwas sagen? Nee. Nicht. Außer 1 Euro, damit ich einen neuen Panzer holen kann. Außer 1 Euro. Mal bitte 1 Euro an Blackfire Game YouTube spenden für einen neuen Panzer. Ja. Hoffen, wir müssen nicht nochmal so ein Video machen. Kommt nicht auf unserem Kanal. Nochmal so ein Video. Ist hoffentlich das einzige, was kommen wird. Die Leute, jetzt hätte den Preis für den Panzer 0 Euro. 0 Euro. 0 Euro auf deinen Nacken. Also. Dann meine ich doch mal, dass Helgas gleich ein bombastisches Ende finden wird. Findest du nicht auch? Muss ich hier. Da kommt übrigens, dieses Ding habe ich schon die ganze Zeit. Ach so. Würde ich sagen, haut rein. Abo, Like nicht vergessen.